Hallo Leute, willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Sami. In dem heutigen Video, wie ihr auch dem Thumbnail entnehmen könnt, ist das ein Monthly Pickups. Und das sind Pieces, die ich mir über die letzten Wochen geholt habe. Zum Teil sind das aber auch Pieces, die ich mir eigentlich schon im Dezember bestellt habe und die erst jetzt angekommen sind, wie auch diese Hose, wo ich im Jeanshosen-Video gesagt habe, dass die so der LeBron James von dem Video eigentlich sein sollte, aber die ist erst jetzt gekommen. Und ich habe hier wirklich unterschiedliche Pieces dabei, sei es jetzt Sneaker, Taschen, Pullover. Wir haben auch zwei Jeans, wie gesagt, dabei. Ich habe auch ein paar Pieces, die perfekt für den Sommer oder für den Frühling sind, wie Hemden und Longsleeves. Ich habe auch am Ende des Videos für euch zwei Puffer, die ich übelst nice finde und wo ich finde, da es noch trotzdem kalt genug ist für sowas. Ich habe auch alle Pieces hier in Outfits kombiniert, damit ihr so eine Vorstellung dafür bekommt, wie ich die tragen würde. Da wir gerade kurz vor den 10.000 sind, habe ich auch nächste Zeit für euch ein paar nice Community Specials geplant und eine davon ist eine Community Outfit Review/Outfit Battle und ich werde am Ende des Videos nochmal erklären, wie das funktioniert, wie ihr mitmachen könnt und so. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ansonsten vergiss auf jeden Fall nicht, diesen Channel zu abonnieren und dieses Video mit Likes zu unterstützen. Fangen wir dann direkt an mit den Sneakern. Und die ersten Sneaker, die ich hier euch vorstellen will, sind Air Force. Jeder wird sich denken, so Air Force kennt doch jeder, ist doch nichts Besonderes. Aber diese Air Force sehen, finde ich, übelst nice aus. Und zwar sind das Air Force mit so einem grünen Stitching. Die heißen auch Air Force Stitch. Die kosten auch 100 Euro. Ich finde, die haben auch so einen Vibe, der so ein bisschen ähnlich ist, auch zu diesen ganzen Schuhe, die letzter Zeit rauskamen, die ich auch schon mal drüber geredet habe. Sei es der New Balance 550 oder der Louis Vuitton Sneaker. Ich finde, das sind richtig geile Schuh, genau jetzt für den Frühling und für den Sommer. Und ich finde, dieses Stitching gibt den ganzen so ein 3D-Look so ein bisschen. Das Einzige, was die hier so ein bisschen verändert haben, außer dass er überall dieses grüne Stitching hat, ist auch, dass er hier vorne dieses Metallpatch nicht hat und stattdessen hat er hier vorne dieses Nike Swoosh. Die Quali, die Größe, also der fitted true to size, man braucht da, glaube ich, bei Air Force nicht viel zu sagen. Der hat auch unten die Sohle in grün, innen drin ist er auch so grün und so. Also ich finde, das ist eine richtig, richtig geile Farbe und wie ihr wisst, ich feiere grün übelst. Man sieht das so ein bisschen auch an meiner Cappy und so. Insgesamt ist es ein richtig, richtig nicer Schuh. Und noch um dazu es zu sagen einfach, der Schuh ist nicht überhyped, nicht überteuert und das ist heutzutage, finde ich, einfach wichtig zu sagen, wo Schuhe 1000 Euro kosten. Der Schuh kostet einfach 100 Euro. Ich weiß nicht, ob viele einfach den nicht richtig auf dem Schirm haben oder gleichzeitig, dass viele sagen, ja, ich habe schon Air Force oder Air Force ist jetzt für mich nichts das Besonderes. Ich finde es gut für mich, dann kann ich mir den einfach für 100 Euro holen. Daher für den Sommer, wenn ihr noch einen nicen Air Force holen wollt oder noch einen nicen weißen Sneaker mit so ein nices grünes Stitching, ist der perfekt. Der zweite Sneaker, den ich euch hier vorstellen will, ist auch ein Air Force. Wer hätte es gedacht? Ich liebe einfach diese Silhouette. Und der ist 1:1 gleich wie der erste. Nur der einzige Unterschied, dass er anstatt dieses grüne Stitching überall hat, hat er so eine schwarze Naht. Und auch hier sieht dieser 3D-Effekt übelst nice aus. Auch hier die ganzen Details, sei es jetzt dieses Metallpatch, das Swoosh. Der ist von innen ein bisschen schwarz. Die Sohle ist unten schwarz. In den Aufnahmen, die ich jetzt einblenden werde, wird man auch sehen, wie nice dieses Schwarz-Weiß hier zusammen harmoniert. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und auch hier ist das ein Schuh, der noch nicht so ganz so überall ausverkauft ist oder noch nicht so viele haben und so. Und deswegen finde ich den umso nicer. Den gibt es auch in Rot. Ich habe das Schwarz und das Grüne ein bisschen mehr gefeiert. Und deswegen habe ich mir die auch beide geholt, da ich mir dachte, das ist ein Schuh, den ich mir auf jeden Fall schnell holen muss. Und der ist perfekt. Und ich liebe Air Force, deswegen hat es auch perfekt gepasst. Der ist auf manchen Seiten schon ausverkauft, aber noch nicht überall. Also auf jeden Fall seid da schnell, wenn ihr den holen wollt. Ich habe den auch hier ein paar Outfits kombiniert. Da werdet ihr gleich auch sehen, wie er in Outfits aussieht. Ich finde, das sieht einfach viel zu nice aus. Genau dieses 3D-Effekt kommt übelst nice. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem nächsten Teil. Die nächsten Pieces sind auch direkt zwei Accessoires und genau gesagt sind das zwei Taschen, die ich mir von Zara geholt habe. Die sind auch sehr preiswert, die kosten 18 Euro. Ich finde die Ästhetik von beiden Taschen, sei es hier jetzt die schwarze oder diese hellblaue Türkis-Tasche, ich finde, die haben eine richtig nice Ästhetik und die sehen on-body richtig nice aus, finde ich. Genau, wenn man so jemand, der viel Taschen trägt, also so ein Taschenfreak ist oder so, ist es auch perfekt für die Rotation, da die auch mit ein paar Outfits richtig nice aussehen können. Und ich finde die ganzen Details bei den Taschen sehen übelst nice aus. Sei es jetzt hier bei der schwarzen, dieses Karabiner und auch hier dieser durchsichtige Zipper und so. Bei der blauen finde ich auch hier die schwarzen Details, auch hier die Karabiner in schwarz und sie sieht richtig, richtig cool aus. Also diese Taschen kann man richtig nice kombinieren und genau mit ein bisschen moderneren Outfits. Es kommt auch nächste Zeit extra ein Taschenvideo, wo ich auch ein paar Taschen eingehen werde, die ein bisschen qualitativer sind, von denen man ein bisschen länger was hat und so. Aber wenn man nach einer Flex-Tasche sucht, die einfach jetzt für den Moment einfach auch den Zweck erledigt und richtig cool aussieht, sind das richtig nice Taschen, die auch sehr preiswert sind. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir direkt zu den nächsten Pieces.
Als nächstes haben wir die berühmte Jeans, über die ich schon in meinem Jeanshosen-Video geredet habe und am Anfang diesem Video. Und zwar ist das die Bia Bazaar Jeans. Ich bin mit der Jeans übelst glücklich und die Brand ist auch nicht wirklich dran schuld, dass die Jeans erst jetzt nach 2 Monaten ankam, da die alleine im Zoll hier in Frankfurt, ich glaube so einen Monat, einhalb oder so lag. Von daher, mit der Jeans bin ich übelst glücklich. Ich gehe auch jetzt hier nicht auf die Brand ein, da ich das schon in meinem Jeanshosen-Video getan habe. Deswegen, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich blende das hier oben ein, dann könnt ihr das Video euch nochmal angucken. Ich gehe hier auf ein paar Details, was die Jeans angeht, ein. Ich finde hier echt die Jeans, was die Waschung angeht. Dieses Grau, Schwarz, Blau sieht hier übelst nice aus. Diese weiße Naht entlang der Jeans gibt der Jeans einen richtig coolen 3D-Look. Und auch hier diese ganzen Details, sei es jetzt hinten, das B an den Taschen hinten sieht sehr cool aus, was ich auch schon in meinem Video gesagt habe. Und auch dieser Knopf mit den Fingerabdruck. Das Highlight der Jeans ist einmal hier dieser große Print vorne auf der Jeans mit dem Fingerabdruck und mit dieses Bia Bazaar. Der Fit ist einfach übelst nice. Also von daher, insgesamt, die Jeans hat echt alle meine Erwartungen getroffen. Da hat sich schon ein bisschen das Warten gelohnt. Die Jeans habe ich mir hier in Größe XL geholt und ich würde schon sagen, falls ihr euch auch eine Jeans von der Marke holen wollt, würde ich schon eine Größe größer gehen. Ich habe auch gesehen, dass sie zurzeit die Jeans gerestockt haben. Also falls ihr die Jeans euch holen wollt, guckt auf jeden Fall bei denen vorbei. Ich weiß nicht, wie viele Teile die gerestockt haben, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie in der Story gepostet haben, dass sie die restocken. Und ich habe auch gesehen, dass sie zurzeit eine in Planung haben, die mehr so beige-grün ist oder so. Ich blende auch ein paar Bilder hier ein. Ich würde auch sagen, wir kommen direkt zu dem Piece, mit dem ich diese Jeans kombiniert habe. Und zwar ist das ein Half-Zip-Sweater, den ich mir von ASOS geholt habe. In Größe XL. Der ist auch so ein Fließmaterial. Der hat einen richtig nicen Fit. Und allgemein, dieses Fließmaterial sieht hier richtig schön aus. Das ist auch sehr angenehm am Körper, finde ich. Und der hat hier mehr so einen Fit, der mehr oversized ist, dadurch, dass ich den in Größe XL geholt habe. Aber wenn ihr mehr so einen Fit, mehr so einen Regular Fit haben wollt, dann würde ich einfach ganz normal 2-to-Size gehen. Ich wollte hier so einen Oversize Fit haben, da ich den richtig cozy fand. Und ich fand den perfekt, genau jetzt für die Übergangszeit, wo man nicht direkt eine Jacke anziehen will oder so. Ist so ein Sweater aus so einem Fließmaterial, der trotzdem schön warm hält. Perfekt, finde ich. Auch diese ganzen Details hier am Kragen, dieses Schwarz und so, sieht sehr, sehr nice aus. Der hat hier unten 2 Taschen, die ich sehr praktisch finde, wo man nochmal seine Hände aufwärmen kann und so, da das zum Teil ja trotzdem zur Zeit noch ein bisschen kalt ist. Und da würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Outfit-Aufnahmen. Yeah, baby, you must finish shit easy. My iPhone's full of rumors, but you still wanna see me. Yeah, baby, for my phone, I too funny. Too much running, lost the army. Baby, find me when you're lonely. Yeah, yeah. Das nächste Piece ist ein Strickpullover, den ich mir auch von ASOS geholt habe, von deren Untermarke Collusion. Den habe ich mir hier in Größe L geholt, der kostet 32 Euro und der ist sehr oversized, deswegen würde ich hier auf jeden Fall true to size gehen. Ich hätte mir den schon fast in M holen können und das hätte auch gepasst, deswegen würde ich auf jeden Fall keine Größe größer gehen. Ich finde die Ästhetik allgemein von dem Pullover sehr, sehr nice. Dieses Blau und Schwarz hier harmoniert sehr schön zusammen, der Kragen sitzt richtig gut und allgemein finde ich, dass dieses Blau-Schwarz hier mit den Flecken hat einen sehr, sehr coolen Look. Das ist auch nicht ein Pullover, den man unbedingt jeden Tag sieht. Und ich finde, das sind richtig schöne Farben, die trotzdem perfekt jetzt für die nächste Zeit, wo auch die Sonne ein bisschen mehr scheint, wo man auch ein bisschen hellere Farben haben will, ist es perfekt. Ich habe den auch direkt kombiniert mit meinen neuen Air Force, mit dem schwarzen Stitching. Deswegen würde ich sagen, kommen wir auch hier direkt zu den Outfit-Aufnahmen. Das nächste Piece ist ein sandfarbenes Jeanshemd, was ich mir von Zara geholt habe. Ich habe mir das auch hier in Größe XL geholt, um so einen leichten Oversize-Fit zu haben. Das kostet 40 Euro, hat mehr so einen regular Fit. Also man muss da auf jeden Fall eine Größe größer gehen, um so einen perfekten Fit zu bekommen, finde ich. Ich habe auch schon ein bisschen länger jetzt kein Jeanshemd mehr besessen. Deswegen finde ich das umso cooler, so ein Teil nochmal in meinen Kleiderschrank einzubauen und ein Outfit zu kombinieren. Und das ist auch eine richtig schöne, cleane Farbe. Das Hemd ist allgemein, hat sehr ein sehr simples, cleanes Design, hat auch keine Taschen oder so. Und das finde ich eigentlich ganz nice, da es sehr ruhig ist. Und das ist so ein Teil, was sich so mehr so zurückhält in einem Outfit. Nichtsdestotrotz, durch die Farbe gibt das ganze Outfit nochmal einen richtig nicen Touch. Und dieser Safari-Look, den das Hemd hat, so mit dieser Farbe, finde ich auch ganz nice. Und wenn man das genau mit so Cargos und so Boots kombiniert, kann so ein Hemd sehr cool aussehen. Daher würde ich sagen, kommen wir auch hier direkt zu den Outfit-Aufnahmen.
Das nächste Hemd, was ich mir geholt habe, ist von ASOS und das habe ich mir in Größe L geholt. Da es echt sehr oversized ist, bin ich hier komplett true to size gegangen. Und ich würde auch hier sagen, wie bei dem Strickpullover von ASOS, ich würde hier auf jeden Fall true to size gehen, da es echt sehr oversized ist. Ihr werdet das auch gleich in den Aufnahmen merken, dass es echt trotzdem, obwohl ich das in L geholt habe, sehr oversized ist. Das hat durch diese Farbe, durch diese Betrolfarbe, das Print und das Patch hier so einen Workwear-Look, was ich auch ganz cool finde. Ich finde, das erinnert auch so ein bisschen an irgendwie so ein Tankstellenhemd oder irgend so ein Tankstellenmitarbeiter. Also man würde es mir direkt abkaufen, wenn hier einfach so Shell oder Total steht, wird man direkt denken, ich arbeite in irgendeiner Tankstelle. Dieses Logo sieht auch irgendwie komischerweise auch so aus. Aber ich finde es echt ganz cool und das passt perfekt in diese ganze Workwear-Welt und in diese ganzen Outfit passt das ganz nice. Und das hat trotzdem so einen Vintage-Look, finde ich. Ich habe unter dem Hemd habe ich hier ein Longsleeve getragen, was ich mir neuerdings von H&M geholt habe in zwei Farben. Die erste Farbe habe ich jetzt hier direkt unter diesem Hemd getragen und zwar ist das so ein Beige oder so ein Creme-Weiß. Ich finde das Longsleeve richtig nice. Das ist von H&M Essential Kollektion. Das habe ich mir hier in Größe XL geholt. Das ist echt ein sehr, sehr nices Piece, hat sehr angenehmes Material. Ist ein bisschen oversized, also ein bisschen auch lang. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr mehr so hier so ein Regular Fit haben wollt, würde ich auf jeden Fall auch hier True to Size gehen. Ich wollte hier extra so ein Cozy Fit haben und deswegen bin ich hier XL gegangen. Von daher würde ich sagen, kommen wir auch bei den beiden direkt zu den Outfit-Aufnahmen. Wie ich bei dem ersten Longsleeve schon erwähnt habe, habe ich mir das direkt in zwei Farben geholt. Einmal in Creme-Weiß und einmal in Schwarz. Was ich bei dem ersten aber vergessen habe zu erwähnen, dass beide aus 100%iger Biobaumwolle sind und die kosten nur 14,99 €. Also ich finde das ein richtig guter Preis für so ein Basic, was auch, sagen wir so, aus 100%iger Baumwolle, also ist ein bisschen qualitativer, würde ich sagen. Der Fit und das Design, dieses simple Design von dem Longsleeve, echt sehr nice. Ich würde auch hier, wenn ihr mehr so ein Regular Fit haben wollt, würde ich hier auf jeden Fall true to size gehen. Ich bin auch hier wieder XL gegangen. Ich wollte mehr so ein Cozy Fit haben, da ich das auch öfter zu Hause tragen wollte mit so einer Jogginghose oder so. Daher wollte ich, dass das ein bisschen oversized ist und ein bisschen flared ist. Ich habe hier das Oberteil oder den Longsleeve habe ich hier ein bisschen schickeres Outfit kombiniert, da ich damit auch ein bisschen zeigen wollte, dass man das sowohl zu Hause mit einer Jogginghose tragen kann, als auch ein bisschen schicker mit einer Anzugshose und Mantel. Daher würde ich sagen, kommen wir auch hier direkt zu den Outfit-Aufnahmen. Jeans, die ich mir jetzt vor kurzem geholt habe, ist von ASOS und die habe ich aus dem Grund geholt, da manche von euch mir manchmal geschrieben haben, warum stelle ich auch nicht sehr preiswerte Jeans von ASOS oder von Amazon, und deswegen habe ich da geguckt und überlegt, was kann man da vorstellen, was auch wirklich auch nice aussieht, was einen guten Fit hat, und da habe ich diese Jeans hier von ASOS Design genau gesagt gefunden. Die hat einen Baggy Fit, also es ist eine Baggy Jeans, hat eine sehr schöne Waschung. Das ist, was ich am meisten bei der Jeans feiere, ist, dass die echt eine sehr, sehr schöne Waschung hat. Man kann hier jetzt nicht so eine kranke Quali erwarten, die kostet nur 32 €, aber ich finde im Großen und Ganzen für 32 € kriegt man hier eine richtig nice Jeans, die man jetzt auch im Sommer richtig cool tragen kann. Die Jeans habe ich mir hier in Weite 34 geholt und Länge 32. Ich bin auch 1,78 für euch so ein bisschen als Richtwert. Von daher, ich glaube, bei der Jeans kann man nicht viel falsch machen, wenn man einfach eine nice Jeans für einen guten Preis haben will. Ich habe die auch in ein Outfit kombiniert, was perfekt zu diesem Baggy Fit oder zu diesem Baggy Vibe passt und was mehr in so in diesen 90er, Anfang 2000er Bereich mit so einer Weste und so kombiniert. Von daher würde ich sagen, kommen wir auch hier direkt zu den Outfit-Aufnahmen. Last but not least habe ich mir auch noch zwei Puffer geholt, auch von ASOS Design. Einmal in Creme-Weiß und in Schwarz. Die gibt es aber auch noch in anderen Colorways. Die gibt es noch in Grau und in Grün. Und ich finde beide Colorways eigentlich auch nice. Ich habe mich hier für diese zwei entschieden, da ich das ein bisschen besser fand für meinen Kleiderschrank und für die Sachen, die ich habe und wie ich die kombinieren kann und was ich da rausholen kann. Und ich glaube, auch da muss man sich so entscheiden, was man im Kleiderschrank hat. Kann ich die nice kombinieren? Kann ich auch viel da rausholen? Und ich habe mich hier für diese zwei Colorways entschieden. Die Beige hatte ich ja auch schon in meinem letzten Video
Video schon in einem Outfit kombiniert und habe die auch schon in meinem Instagram-Account schon gepostet in einem Outfit. Ich finde das echt eine sehr, sehr cleane Farbe. Die fittet auch richtig nice. Die habe ich mir hier in Größe XXL geholt. Was ich auch ganz cool finde, dass hier der Zipper so Ton in Ton mit der restlichen Jacke ist. Die ist auch richtig schön gefüttert. Also man braucht hier nicht unbedingt einen Hoodie oder so drunter tragen. Man kann es auch hier mit einem T-Shirt tragen. Deswegen habe ich das auch hier gemacht. Da ich in den letzten Malen einen Hoodie drunter getragen habe, habe ich das hier mit einem T-Shirt kombiniert, damit man auch sieht, dass es relativ diverse ist. Und das passt auch perfekt für diese Übergangszeit zur Zeit, wo man mehr so eine Puffer einfach über ein T-Shirt trägt. Und das passt perfekt von der Temperatur her. Die ich mir geholt habe, ist in schwarz, wie gesagt, und die fittet 1 zu 1 wie diese Creme weiße hier, also daher brauche ich auch nicht viel über den Fit zu erzählen, da er echt 1 zu 1 gleich ist. Ich fand es nur ganz cool, auch da so einen Puffer zu besitzen, die gleichzeitig auch einen richtig nice cropped Fit hat, die auch ganz cool aussehen kann mit so Workwear Outfits und so, und so habe ich die auch kombiniert mit einem Hoodie und mehr in so eine Workwear Richtung. Daher würde ich sagen, falls ihr die Puffer feiert, werde ich die unten in der Beschreibung verlinken. Leute, da wir mit den ganzen Pieces fertig sind, kommen wir jetzt zu dem 10K Community Special und zu dem ersten Video in dieser Reihe, und zwar zu dem Community Outfit Review, wo ich auf eure Outfits eingehen werde in einem gesonderten Video nächste Woche. Und wie ihr mitmachen könnt, ist eigentlich relativ simpel. Ihr müsst diesen Channel abonnieren, mir auf Instagram folgen und ein Bild posten mit Sammy Fitz. Ich freue mich übelst drauf auf eure Ideen und was für Outfits ihr da raushaut und so, und auch auf euren Personal Style. Und ich werde da mir nochmal alles angucken und dann mir ein paar raussuchen, und auf die werde ich dann in diesem Video nochmal eingehen. Ich blende auch nochmal den Hashtag hier ein, und ihr habt bis Sonntag Zeit, da mitzumachen, also auch da auf jeden Fall schnell sein. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und ich konnte euch mit den ganzen Outfits ein bisschen inspirieren. Ich werde auch alle Pieces unten in der Beschreibung verlinken. Vergiss auch nicht, den Channel zu abonnieren und dieses Video mit einem Like zu unterstützen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!